Darf man den Krankenschein per WhatsApp zum Arbeitgeber schicken? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederick, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und hatte zum einen einen Sat.1-Beitrag zum Thema Krankschreibung durch den Arzt per WhatsApp, per Internet, ohne dass der Arzt einen sieht, hatte gesagt, gefährlich. Und hatte dann dazu nochmal ein Video auch gemacht und das nochmal ein bisschen erläutert, weil es Widerspruch gab, ja, warum ich da Recht habe. Und ich will nicht rechthaberisch sein, aber es gibt ja, ich sage ja auch hier ganz oft, man kann die Sachen so und so sehen, aber die Sache kann man meiner Meinung nach wirklich nicht anders sehen. Jetzt kam die Frage, wie ist es denn, kann ich dann mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, also den Krankenschein, kann ich den denn per WhatsApp an den Arbeitgeber senden? Und da sage ich natürlich, ja, kann ich machen. Das ist doch jetzt kein Problem. Wenn Sie beim Arzt waren, der die Arzt die Arbeitsunfähigkeit bestätigt hat in der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dann ist doch alles wie Arbeitszeitbetrug, vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit und so erstmal relativ weit vom Tisch. Da muss jetzt Ihnen schon ganz viel nachgewiesen werden. Ja? Also Sie haben ja die Bescheinigung. Und jetzt geht es ja nur darum, haben Sie die auch an den Arbeitgeber geschickt. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, ich will die im Original. Gut, jetzt haben Sie sie nur per WhatsApp geschickt. Aber wissen Sie, diese kleine Geschichte, also die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist da, ja, und Sie haben sie auch geschickt und nur, weil Sie sie nicht auf dem richtigen Weg geschickt haben, daraus, das reicht nicht einmal für eine Abmahnung, ja. Man könnte noch nämlich dann darüber streiten, ob es überhaupt Ihre Pflicht ist, die im Original hinzuschicken und so weiter. Also es reicht nicht einmal für eine Abmahnung. Im schlimmsten Fall, wenn Sie einen ganz schlimmen Richter erwischen, reicht es vielleicht für eine Abmahnung. Aber es reicht niemals für eine Kündigung und schon gar nicht für eine Kündigung ohne Abmahnung. Und wenn der Arbeitgeber dann auf diese WhatsApp-Nachrichten oder diese Mails oder wie auch immer Sie das hinschicken, wenn er dann irgendwie komisch reagiert, schicken Sie das Original noch hinterher oder Sie schicken ohnehin nur per Mail oder WhatsApp und schicken das Original hinterher. So, wer jetzt mit Datenschutz kommt, das ist jetzt nicht Thema dieses Videos. Ich sage immer, wenn sowas alles, wer Mail, WhatsApp und Facebook und so weiter für Teufelszeug hält, der sollte über YouTube auch nachdenken. Und so schlimm ist es doch gar nicht. Wir haben noch hier schöne Videos. Und der sollte dann halt sowas nicht benutzen. Hier geht es um die Leute, die das benutzen und sagen, Brederick, gibt es da Probleme mit meinem Arbeitgeber? Und in diesem Fall sage ich, es gibt wahrscheinlich keine Probleme. Und wenn es Probleme gibt, dann können Sie den Erfolg versprechend begegnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.